fucking kajsem, bohun wa Nehemaya, ci watrin ci ci mu baku kusitu. Main ci onya miasem. No main ni na bwa bwa wa anu se ni pa baku wa bonsi. Baby a ah, ewo in supuna inim. En o ka cho chef wa Ezra so onfa wo ma a ah, Mose, mra a ah, Yehuwa di ma Israel wa no mra. En o so fo Ezra di emra no ba bedra no inim. Baby a emerma ni emma ni obiara otimi ti asem ti asie ehyia no bosome a to sonson no da edi kan no kin kan no den wa abonti baby a ewo nsupu no anim firi ahema daachi kosi erigyina yɛ wɔ mmarima ne ɛma ne nnipa foforɔ a otimi ti nneɛma ase no anim na ɔman no nyinaa yɛ aso tie mmara nnoma no mu nsɛm. Na ɔkyerɛfo Ezra gyina dua pa a wayɛ ama nhyiamu no so. Wɔn a na ɔgyinagyina ne nifa soɔ ne Matitia ne Sema ne Anaya ne Uria ne Hilkia ne Maseya na wɔn a na ɔgyinagyina ne bonkum so ne Padaya ne Misael ne Malkia ne Hasum ne Hasbadana ne Zakaria ne Masulam. Na berɛ a Ezra bue noma no mu no, ɔman ne nyinaa hunu yi, ɛfiri sɛ na ɔwɔ soro sen wɔn nyinaa. Na obie mu no, nnipa no nyinaa sɔresɔre. Ɛna Ezra hyiraa Yehowa, na ɔkora Nyankopɔn, deɛ ɔyɛ kɛse no. Na ɔman ne nyinaa memaa wɔn nsa so gye so sɛ, amen, amen. Afei ɔkoto de wɔn anim butubutu fam sɔre Yehowa. Na Yesua ne bani ne Serebia, Yamin, Akob, Sabetai, Hodia, Maseya, Kelita, Asaria, Yusabad, Hanan, Palaya, Leufono, Cheche, Emranumu, Tre, Omaino, Braana, Nipano, Jinjinaho. Na watuwasu kinkai no krenya kupon Emran, Womano Ding. Na Cheche, Muma, Emuda hoye. Na oboa ma wonya akinkan no munti ase. Na Nehemia a oye emra dono. Ne osofo Ezra otrefo no. Ne liwefo a na otreche oman no ka tre won ni na se. Ene da yi ye da konkroma Yehowa ni monyankopon. Munyi areho na munsu. Sabre no. Na oman ni na risu bre a oritie emra no munsem no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ munkɔnkɔdi srade duane na monnom adɔkɔdɔkɔdeɛ na momfa bi nkɔma wɔn a wɔnsiesie hwee maa wɔn ɛfiri sɛ ɛnɛ da yi yɛ da kronkron ma yɛn Awurade nti momma moran ho na Yehowa mo anigye ne mo abandenden w'ani onyame asɛm amen. Unsere heutige Bibellesung befindet sich in Nehemia, Kapitel 8, Vers 1 bis 10. Lass uns die Worte Gottes hören. Am ersten Tag des siebten Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Ezra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr vom Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Da las der Priester Ezra das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Ezra stand auf einer Plattform aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Rechts neben ihm waren Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia und Maseya. Links Padaya, Michael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sechaya und Meshulam. Weil Ezra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er die Schriftrolle öffnete. Da stand das ganze Volk auf. Ezra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen, Amen, so soll es sein. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zum Boden. Die Leviten Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabetai,
Hodia, Maseia, Kelita, Asaya, Yusabat, Hanan und Pelaya legten den Versammelten das Gesetz aus. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigen sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Das waren die Worte Gottes. Amen.